Lang, lang ist es her, dass ich Assassin's Creed Odyssey gespielt habe, beziehungsweise die Integra Tour. Und sorry, dass ich es im Hals habe. Ich wurde vor 2 Tagen am Meniskus operiert und habe es dementsprechend ein bisschen im Hals durch die Narkose. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt schon seit Monaten, wirklich seit Monaten, habe ich nicht mehr Odyssey gespielt. Weil ich schlicht und ergreifend andere Spiele gespielt habe, in der Regel die Sim Racing Games, weil ich da auch mal mittlerweile vorwärts kommen musste und wollte. Und deswegen fange ich jetzt im Prinzip bei 0 an und muss mich jetzt erstmal komplett wieder reinfinden hier. So, die Karte will ich haben. Da waren wir jetzt. Okay, die nächste Tour ist da drüben. Ah, irgendwo kann ich es noch. Gut. Ja, ich würde sagen, wir reisen jetzt darüber. Das war mir jetzt ehrlich gesagt neu. Diese komische Abfrage da. Nö, du solltest eigentlich... Zack. Gut. So, jetzt... warum komme ich denn automatisch in das Menü? So, Waypoint setzen, würde ich mal sagen. Und dann machen wir uns auf dahin. Ja, wie gesagt, da ist ja jetzt diese... Ich weiß gar nicht mehr, was die Symbole bedeuten. Ups, was war das? Da ich halt vor 2 Tagen diese Meniskus-OP hatte, wollte ich die Zeit bis dahin nutzen, um meine Racing-Games zu zocken, um meine Sim-Racing-Games zu zocken, um Rennen zu fahren, weil ich ja jetzt auf längere Zeit nicht mehr fahren kann, weil ich ja mit dem rechten Bein, wo ich das Gas betätige, da kann ich ja jetzt nichts machen. Hier gab es doch noch neben... Ah, da ist es, siehst du, ich wusste doch, da gab es doch auch noch andere Sachen zu entdecken, außer den Touren selber. Ja, wie gesagt, ich kann ja jetzt nicht fahren auf längere Zeit und deswegen war es mir erstmal wichtig, die Racing Sims zu spielen und ja, jetzt halt mit anderen Spielen weiterzumachen. So. Handelsschiffe habe ich entdeckt. Okay. Und interagieren. Mehr erfahren. Ach so war das. Okay, wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Es ist ewig her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Handelsschiffe. Der Seehandel war für griechische Städte unabdingbar und bestimmte Produkte konnten nur in Übersee erworben werden. In großem Stil fand der Handel in Emporion statt. Griechen handelten untereinander, aber auch mit anderen Regionen wie Ägypten. Handelsgüter waren unter anderem Weintrauben, Oliven, Weinamporen, Getreide, Holz, Metallerz, Textilien und Sklaven. Schwarzfiguriges Gefäß des Malers Nikosthenes mit Abbildungen von Schiffen. Oh, schick. Gut. So ist nun die Tor als nächstes. Ja, wie gesagt, ich hatte mir jetzt noch mal meine ganzen Orte durchgeguckt, was ich noch vor Videos hochzuladen hatte, und da fiel mir eben wieder Odyssey in die Hände. Ich dachte mir, ach geil, das machst du mal weiter. Weil die Entdeckertour, die ist irgendwie geil, finde ich cool. Ja, und da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung, was diese gelben Symbole da bedeuten. Sorry, dass ich ab und zu mal gehe, aber ich habe die letzten 2 Tage, die erste Nacht nach der OP, sowieso sauschlecht geschlafen. Die letzte jetzt auch bescheiden. Deswegen werde ich ab und zu mal müde. Piräus. Besichtige den geschäftigen Hafen von Piräus. 9 Stationen. Sei gegrüßt. Willkommen im Hafen von Piräus.
Piräus ist einer der geschäftigsten und wichtigsten Häfen der griechischen Welt. Durch diesen Hafen fließt das Geld wie ein Fluss. Ein Fluss, der bis nach Athen reicht. Gut, fangen wir an. Als Hafen von Athen hieß Piräus Händler, Waren und Reisende aus aller Welt mit offenen Armen willkommen. Er war nicht nur das wirtschaftliche Zentrum Athens, sondern vermochte dank seiner Befestigungen auch seine beträchtliche Flotte zu schützen. Suche mich auf, wenn du den Hafen erkundet hast. Dann unterhalten wir uns weiter. Piräus. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich eben die Zeit, mal mit Assassin's Creed weiterzumachen und Crysis und so weiter. Und damit tun wir das. Nö, reden will ich jetzt mit dir nicht. Piräus, eine Halbinsel südwestlich von Athen, wurde zum Haupthafen der Stadt, nachdem der Politiker Themistokles die Weiterentwicklung der natürlichen Häfen vorangetrieben hatte. Diese Entwicklungen führten nach und nach dazu, dass der alte Hafen von Phalaron aufgegeben wurde. Die Befestigungen von Piräus wurden unter Kimon und Perikles weiter verstärkt. Dazu gehörten auch die sogenannten langen Mauern, die dafür sorgten, dass selbst bei einer Belagerung noch Warenverkehr möglich war. Piräus war in drei Hauptsektoren eingeteilt, den militärischen Hafen, das Emporion und den Wohnbezirk. Im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung war der Hafen nicht nur der Hauptstützpunkt der Athener Marine, sondern auch das wichtigste Handelszentrum des Mittelmeerraums. Boah, diese riesige Statue dort auf dem Berg. Wahnsinn. Piräus war in drei Sektoren aufgeteilt. Sea und Munichia lagen auf der Ostseite und der Handelshafen Kantaros auf der Westseite. Die Agora von Piräus zu Ehren des Architekten Hippodamos, die Hippodamische Agora genannt, befand sich nahe des Hafenbeckens von Sea. Sie fungierte als örtlicher Markt, aber auch als politischer und militärischer Treffpunkt. Der Hafen von Munichia war Piräus' Hauptmilitärhafen und bestand vor allem aus Lagern und Bootshäusern. Der Hafen Kantaros, eines der größten natürlichen Hafenbecken des Mittelmeeres, beherbergte das Emporion, wo internationaler Handel stattfand. Karte des Piräus von Pausanias, Beschreibung von Griechenland, Übersetzung mit Kommentaren von J.G. Fraser, London, 1898. Auf zum nächsten Punkt. Piräus' Entwicklung während des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung lockte viele Menschen an. Handwerker, Händler, Bankiers, Seeleute und Schiffseigner zog es scharenweise in den Hafen. Die Bevölkerung bestand aus Griechen, ausländischen Besuchern und Immigranten, bekannt als Metöken. Die Vielfalt der Hafenbewohner verlieh Piräus eine kosmopolitische Atmosphäre. Die meisten Einwohner beteiligten sich am Handel, andere arbeiteten im Schiffsbau oder in den größeren Industrien wie der Schildfertigung. Piräus' kommerzielle Ausrichtung eröffnete all jenen viele Möglichkeiten, die ihren Wohlstand und Status verbessern wollten. Eine bekannte Erfolgsgeschichte ist die von Pasion, einem Sklaven, der dank seiner Bank und seiner Schildfabrik ein Vermögen anhäufte und zum Vollbürger wurde. Cool. Metöken stellten den Großteil der Hafenbevölkerung. Es wird geschätzt, dass im ausgehenden 5. Jahrhundert vor unserer Zeit zwischen 5.000 und 6.000 von ihnen in Piräus lebten. Diese vielfältigen Einwohner waren maßgeblich für den kosmopolitischen Flair des Hafens verantwortlich. Sie hatten zudem Einfluss auf die religiösen Handlungen in Piräus. Ab dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeit führten sie die Verehrung verschiedener östlicher Gottheiten wie der thrakischen Göttin Bendis und der ägyptischen Isis ein. Die Kulte, welche die Einwanderer mit sich brachten, schufen eine vielfältige und bunte spirituelle Welt in der Nachbarschaft. Terrakotta-Statuette der Artemis Bendis mit einer Hirschkuh.
Piräus war ein Demos, ein Bezirk von Attika. Aufgrund seiner Größe, Funktion und der vielfältigen Bevölkerung verfügte er über weit komplexere administrative Strukturen als andere Demen. Darüber hinaus wurde Piräus aufgrund seiner Bedeutung für Athen von der Ekklesia, der Athener Versammlung, überwacht und kontrolliert. Der Handel im Hafen war in zwei Kategorien eingeteilt. Der internationale Handel, der im Emporion stattfand, und der Direktverkauf, der von den Kapeloi auf Piräus Agora betrieben wurde. Agora, ich habe immer Agora gesagt. Ah, guck, da ist was. Suchen wir dann gleich heim. Im Jahre 393 vor unserer Zeit wurde das Emporion von Piräus in einer gewaltigen Aktion von dem Spartaner Teleutias angegriffen. Teleutias war der Befehlshaber einer kleinen Flotte, die auf der Insel Aegina stationiert war. Seine Truppen segelten bei Tagesanbruch mit 12 Tieren in den großen Hafen und überraschten die Athener. Dadurch konnte Teleutias einige Handelsschiffe erbeuten. Der Überfall hielt letztlich ausländische Händler davon ab, nach Piräus zu reisen, womit Athens Wirtschaft gefährdet wurde. Infolgedessen war Athen gezwungen, Friedensverhandlungen mit Sparta aufzunehmen. Ich war ja fies. Terrakotta ist so Figur eines Händlers, der Brot verkauft. Oh, hört die Müdigkeit hoffentlich bald mal auf. Bitteschön, dankeschön. Das Emporion war ein kommerzieller Hafen, der für den Handel mit Waren aus Übersee vorgesehen war. Alle internationalen Transaktionen mussten innerhalb seiner Grenzen stattfinden und keine Waren durften diese verlassen. Gewählte Beamte überwachten alle Geschäfte und Gesetze des Hafens. Die Hafenvorsteher, die sogenannten Epimeletes, beaufsichtigten derweil den Handel und regulierten die Preise. Dies war eine besonders wichtige Aufgabe, denn die Menge an Waren konnte aufgrund verschiedener Faktoren, wie schlechter Ernten oder Schiffsunglücken, stark variieren. Zu den im Emporion gehandelten Waren gehörten normalerweise Gemüse, Früchte, Fisch, Leder, Holz, Marmor, Metall, Waffen und Töpferwaren. Laut dem Dichter Hermippos war Athen wohlhabend genug, um sich die besten Waren aus der ganzen Welt leisten zu können. Dazu zählten Feigen von Rhodos, Mandeln von Thasos, Öl von Samos und Wein von Chios. Auf alle Waren, die ins Emporion kamen, mussten Steuern gezahlt werden. Eine wichtige Einnahmequelle für das damalige Athen. Ich sehe schon wieder schwarz für die Fragen, die mir dann gestellt werden. Epimeletes, die das Emporion verwalteten, wurden jeweils für ein Jahr ernannt. Es gehörte zu ihren Pflichten, den Handel zu überwachen und die Qualität der Güter und Waren sicherzustellen. Sie sorgten für die Durchsetzung von Gesetzen und dafür, dass keine Transaktionen außerhalb des Emporion abgeschlossen wurden. Sie überwachten außerdem Geldwechsler und kümmerten sich um Beschwerden, wenn diese betrogen. In großen Städten wie Athen teilten sich die Epimeletes einige Aufgaben mit anderen spezialisierten Beamten. Unter diesen befanden sich Nautotikai, denen die Rechtsprechung unterlag, den Setophylakes, welche den Verkauf von Getreide überwachten, und den Pentekostologoi, oh Gott, die Gewerbesteuern einsammelten. Terrakotta Amphore mit unbemaltem Ton. Hier habe ich wahrscheinlich nichts richtig ausgesprochen. So, ob ich mir das merken kann, wo hier dieses Symbol für den Fundort war. Nach der Ankunft im Emporion stellten die Händler Proben ihrer Waren im Ausstellungsbereich, dem sogenannten Degma, aus. Hier versammelten sich Bürger und Ausländer, um ganz offiziell Geschäfte abzuschließen. Und so gut wie alle Waren, die ins Emporion kamen, wechselten hier den Besitzer. Das Degma wurde ohne Unterbrechung von Beamten überwacht, welche die Preise der Importeure kontrollierten und verhandelten.
Hin und wieder vergaben sie Privilegien an Händler, die bereit waren, ihre Waren günstiger zu verkaufen. Diese Privilegien konnten Steuerbefreiungen sein, aber auch bestimmte Sitzplätze im Theater. Das Deigmar, keine Ahnung. Athen war das Oberhaupt des Attischen Seebundes und setzte seine Seemacht und seinen Einfluss in Form von Handelsembargos oft gegen andere griechische Städte ein. Als zum Beispiel das Heilige Land zwischen Attika und Megaris von den mit Sparta verbündeten Megarensern besetzt war, verbot Athen allen Häfen des athenischen Imperiums Handel mit Megaris zu treiben. Damit nahm es der Stadt ihre Haupteinnahmequelle. Schwarzfiguriges Gefäß mit einer Szene, in der der kyrenische König Arkesilaos Männern beim Packen, Wiegen und Stapeln von Waren zusieht. Okay. Nummer 6. Piräus war ein Demos und unterstand als solcher einem Archon, der Demarchos genannt wurde. Die meisten Demarchonten wurden lokal innerhalb ihrer Demen gewählt, der von Piräus dagegen wurde von Athen ernannt, um die Handelsinteressen der Stadt zu wahren. Tatsächlich wurden alle Belange des Emporion, des militärischen Hafens und des Getreidehandels regelmäßig von der Athener Versammlung diskutiert und entschieden. Transaktionen innerhalb von Piräus wurden von den Metronomoi beaufsichtigt. Als Aufsehern oblag ihnen die Kontrolle über die Gewichte und Maßeinheiten. Sie sorgten für die korrekte Bemessung durch die Händler, um Übervorteilung und Betrug zu unterbinden. Obwohl sich Piräus schließlich zu einer eigenständigen Stadt entwickelte, stand es weiterhin unter der Kontrolle Athens. Organisation von Piräus. Der Handel im Emporion unterlag strengeren Kontrollen als der an anderen Orten in Attika. Und Händler, welche die Regeln brachen, mussten mit ernsthaften Konsequenzen rechnen. Metronomoi hatten wahrscheinlich die Autorität, Bußgelder aufzuerlegen und betrügerische Händler vor Gericht zu bringen. Andere Beamte wie Agoranomoi und Zitophylakes hatten ähnliche Befugnisse. Inschriften aus dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeit legen nahe, dass diese Beamten auch das Recht hatten, zu kleine Behältnisse zu zerstören und deren Inhalt zu konfiszieren. Bronzegewicht einer Mine der Mina entspricht 100 Drachmen aus Seleukia Pieria, die einen Elefanten zeigt. Eckische Münzen ist auch mal was anderes. Auf alle ein- und ausgehenden Waren in Piräus wurde eine Gewerbesteuer von 2% erhoben, die Pentekoste. Die Steuer wurde von einer fünfköpfigen Gruppe, den Pentekostologoi, eingetrieben. Laut Andokides konnte man sich diese Position für die horrende Summe von 30 Talenten bzw. 180.000 Drachmen erkaufen. Allerdings verdienten diese Beamten bis zu 6 Talente, was diesen Beruf äußerst lukrativ machte. Obwohl die Händler den Wert ihrer Waren selbst festlegten, besaßen die Pentekostologoi die Macht, diesen Wert anzufechten, wenn es ihnen gerechtfertigt erschien. Darüber hinaus mussten sich Händler bei diesen Beamten anmelden, bevor sie ihre Waren transportieren, ausstellen oder verkaufen konnten. Dieses System bescherte Piräus und damit im gleichen Maße Athen einen enormen Reichtum. Pentekostologoi, habe ich das richtig ausgesprochen? Das Gesetz wurde im Emporion von einer Gruppe von Beamten vertreten, die Nautodikai genannt wurden. Die ersten entsprechenden Aufzeichnungen stammen aus dem Jahre 450 vor unserer Zeit. Ihre zunehmende Anwesenheit bei Gerichtsverfahren steht im proportionalen Verhältnis zur wachsenden wirtschaftlichen und politischen Macht Athens. Die Nautodikai waren außerdem für die Anwendung des Verwaltungsrechts verantwortlich,
Gemäß dieses Gesetzes hatten die Nautodikai, wenn ein Ausländer jemanden verletzte, das Recht, die Güter oder den Besitz von Händlern zu beschlagnahmen, die aus demselben Ort stammten wie der Täter. Infolge des Vergeltungsrechts mieten einige Händler bestimmte Häfen, um nicht für die Handlungen ihrer Landsleute bestraft zu werden. Um der Macht der Nautodikai entgegenzuwirken, hatten einige Staaten eine Rechtskonvention, die Symbola genannt wurde. Sie beschützte Händler vor Zwistigkeiten, indem sie ihnen das Recht garantierte, dass ihr Fall vor einem Strafgericht verhandelt wurde. Der Beamtenstand der Nautodikai wurde schließlich um 350 vor unserer Zeit abgeschafft. Eine rotfigurige Pelike, Darstellung eines Mannes vor einer Frau, die eine Hydria hält. So, vorletzter Punkt. Der Verkauf von Getreide wurde von besonderen Aufsehern überwacht, den Sitophylakes. Da einige Städte unter Getreidemangel litten und auf Importe angewiesen waren, hatten diese Beamten eine ganz besondere Bedeutung. Ihre Aufgaben umfassten alle Bereiche des Getreidehandels. Sie kontrollierten die Preise und die Gewinnmargen, damit es in Athen nicht zu Versorgungsengpässen kam. Das ist nicht weiter überraschend. Getreide war für Athen von immenser Bedeutung. Daher mussten 2/3 aller Bestände per Gesetz zur Agora der Stadt gebracht und verkauft werden. Laut Demosthenes war die Bedeutung der Sitophylakes so enorm, dass für jeden Fehltritt bei der Ausübung ihres Dienstes die Todesstrafe drohte. Getreideimporte. Im Peloponnesischen Krieg kam es zu Veränderungen bezüglich der Produktion und des Konsums von Brot. Zuerst begannen arme Menschen Brot zu essen, ein Nahrungsmittel, das vormals den Reichen vorbehalten war. Entsprechend wurde Brot nun auch kommerziell gebacken und nicht nur in einzelnen Haushalten, womit Bäcker die Gelegenheit hatten, ein kleines Vermögen zu verdienen. Gerstenähre von einer Starter aus Metapontion in Lucanien. Ups, das war die falsche Taste, sorry. Können wir uns ja nochmal angucken. Ja. Meta. Okay. Jetzt geht's aber weit. Hallo, Wuffi. Das Emporion arbeitete auf Grundlage von Krediten und Anleihen. Der Überseehandel wurde von 2 Arten von Händlern betrieben. Emporoi transportierten Waren in gepachteten Schiffen, während die Naukleroi Schiffseigner waren, die dazu ihre eigenen Gefährte nutzten. Im Emporion gab es darüber hinaus Bankiers und Buchhalter, die Anleihen vergaben und über die ein- und auslaufenden Schiffe Buch führten. Emporoi und Naukleroi finanzierten ihre Reisen mit Hilfe dieser Kredite, für die wegen des großen Risikos von Seereisen oft ein hoher Zinssatz fällig war. Die Emporoi mussten sowohl die Fracht als auch das Schiff mit Krediten finanzieren, die Naukleroi mussten nur ihre Mannschaft entlohnen. Die Kredite und Zinsen mussten bei der Rückkehr des Schiffs in den Hafen bezahlt werden. Im Falle eines Unglücks, wie dem Sinken eines Schiffs auf See, wurden Händler und Schiffseigner jedoch von ihren Verpflichtungen freigesprochen. Alle Verluste gingen auf den Kreditgeber über. Kredite und Anleihen. In griechischen Städten bewahrten einige Tempel Rücklagen in Reihen von Tonkrügen auf. Diese Tempel vergaben auch Anleihen. Gemäß einer Inschrift von etwa 430 vor unserer Zeit verlieh zum Beispiel der Parthenon in Athen Stadtvermögen mit einem Zinssatz von 6%. Wir sehen eine Athener Tetradrachme mit Athene auf der Vorderseite und eine Eule auf der Rückseite. Oh, die hat ja Mörderaugen, die Eule. So, jetzt wird's peinlich, weil ich weiß nichts. Du bist zurück. Ich hoffe, du hast deinen Spaziergang durch den Hafen genossen. Piräus war für die Handelsinteressen Athens von Bedeutung, entwickelte aber als lebendige und geschäftige Hafenstadt schließlich eine Art Eigenleben. Wenn du Fragen hast, zögere bitte nicht, sie mir zu stellen.
Ich bin bereit für ein Quiz. Wenn du meinst, dann sehen wir einmal, was du gelernt hast. Zunächst eine einfache Frage. Sag mir, welcher Athener Politiker trieb die Erweiterung der natürlichen Häfen von Piräus voran? Als Alcibiades geboren wurde, war Piräus bereits ein wohlhabender Hafen. Versuch es weiter. Na toll. Richtig. Themistokles erkannte Piräus Potenzial als Hafen und trieb seine Entwicklung voran. Weiter zur nächsten Frage. Was überwachten die Situ Phylakes? Kredite wurden von den Bankiers und Buchhaltern des Hafens gewährt. Versuch es weiter. Dann versuchen wir es mal mit Gewicht und Maße. Die Metronomoi überwachten die Gewichte und Maßeinheiten in Piräus. Versuch's nochmal. Mano. Richtig. Die Situ Phylakes hatten die wichtige Aufgabe, alle Belange in Bezug auf den Getreidehandel zu überwachen. Bleibt nur noch eine Frage. Wie lautete der Name des Sklaven, der Piräus Möglichkeiten nutzte, um sich das Bürgerrecht zu verdienen? Das wusste ich, dass die Frage kommt. Stimmt. Passion konnte ein Vermögen anhäufen und sich dank seiner Bank und seines erfolgreich laufenden Schildgeschäfts das Bürgerrecht verdienen. Dein Wissen über Piräus ist beeindruckend. Gut gemacht. Ja, das war nicht schlecht, weil die anderen waren ja... Götter. Danke für deinen Besuch. 8 von 11 Touren. So, jetzt gab es hier was zu entdecken. Hey. Ups, sorry. Das war doch hier irgendwo links. Oh, warum bin ich denn immer in diesem blöden Menü? Komm schon, das war doch hier links irgendwo. Genau. Ich wollte eigentlich die Säule hochklettern. Genau. Schade, ich dachte, ich spring gleich rüber. Na dann dort. Athens Banner. Das Banner von Athen ist von den athenischen Münzen des 5. Jahrhunderts vor unserer Zeit inspiriert. Die Vorderseite dieser Münzen zeigte Athena, die Hauptgöttin der Stadt. Auf der Rückseite befand sich eine Eule. Athena vereint unterschiedliche Aspekte, wurde aber hauptsächlich mit dem Kriegswesen, dem Handwerk und der Weisheit assoziiert. Sie war die Patronin der Stadt, was sich schon an deren Namen zeigt. Die Eule von Athena symbolisiert Weisheit und Schutz und ist oft das visuelle Attribut der Göttin. Diese athenischen Münzen sind so sinnbildlich, dass sie in der Antike Glaukes genannt wurden. Eulen. Eine Eule auf der rechten Seite von einer Tetradrachme aus Athen. Na, die hat man vor uns schon gesehen. Gut. 33 von 6. Keine Ahnung, wo wir hier noch mehr finden. Könnte ich jetzt wild in der Gegend rumturnen. Was ich nicht tun werde, deswegen... Ach, so rum war das. Okay, sorry, mein Fehler. Wie gesagt, lang, lang ist's her. So, dann nehmen wir uns die beiden Führungen vor. Normalerweise gab's da diesen Kreisel.